Hallo, 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 hier ist wieder Shoki Banoki New Television mit Daily, deiner Tagesdosis Angeberwissen. Ich bin der Sashi und das ist der Marc Hagenbeck. Hallo. Und wir haben heute den 16. Dezember und am 16. Dezember haben wir auch ein prominentes Geburtstagskind, das wir euch wieder präsentieren wollen. Das ist Paul van Dijk. Ja, Paul van Dijk könnte man meinen, Holländer, Belgier oder irgend sowas, Luxemburger vielleicht. Aber nein, geboren ist er in Eisenhüttenstadt. Nee. Ja, genau. In der ehemaligen DDR. 1971 in Eisenhüttenstadt geboren. Heißt eigentlich Matthias Paul. Oh. Ja. Ja. Hat sich den Künstlernamen Paul van Dijk zugelegt, aber hat er gezogen, muss man sagen. Ja. Manche sagen auch von Dyck, ne? Man ist sich dann nicht immer so ganz sicher, ne? Manche, von Dyck? Ne? Paul van Dijk, ja, habe ich auch schon mal gehört. Mhm. Aber ich würde jetzt auch von Dijk sagen. Van Dijk. Ja. So holländisch ausgesprochen. Genau. Genau. Heißt ja auch Van. Van. Ja, ist ja geil. Ist ja geil. Ja, am 16. Dezember 1773, da ist etwas passiert in Boston. Städtische Bürger, die sich als Indianer verkleidet haben, stürmten bei der Boston Tea Party drei Schiffe und werfen über 300 Kisten Tee über Bord. Damit wollten sie gegen die Steuerpolitik der Briten demonstrieren. Ja, ja, aber haben sie als Indianer verkleidet? Haben sie als Indianer verkleidet. Verstehst du? Waren gar keine Indianer. Verstehe ich auch nicht. Waren gar keine Indianer. Ah, das macht man ganz, ganz häufig sowas. Auf jeden Fall, Fakt des Tages. Ja. Jedem fünften Smartphone-Benutzer ist sein Handy schon einmal ins Klo gefallen. Ist dir schon mal passiert? Nee. Dann zählen wir 1, 2, 3, 4. Ich bin der fünfte. Mir ist es schon mal passiert. Ja. Okay. Ja, das ist so, du machst es bis auf dem Klo, Handy in der Hand, ne, und dann willst du ja auf dem Klo willst du irgendwie Handy spielen, irgendwie so da irgendwie checken hin ja, und her, ja. Keine Ahnung. Und dann hast du das Handy so in der Hand und dann ziehst du so die Hose so runter, ja? Ja. Muss ich jetzt nicht vormachen. Und in dem Moment rutscht dir das Ding so raus und ploing. Ach so. Ja. Ich hatte immer gedacht, weil ich manchmal sehe bei jungen Menschen, die tun ihre Handys in die Hosentasche. Und da dachte ich immer, wenn du das Klo aufklappst, die Hose runterziehst, ne, ja. So. Dachte ich so, dann... Kann auch passieren. Mir ist es also aus der Hand rausgerutscht in dem Moment und dann war es zack, war es hin. Und dann habe ich natürlich den Fehler gemacht, ist direkt eingeschaltet und probiert, ob es funktioniert. Hat auch kurz noch aufgeflammt und dann war es flupp gemacht und dann war es im Eimer. Ach, das soll man nicht machen oder was? Nee, du sollst es dann auslassen und mir wurde gesagt, dann irgendwie für ein paar Tage in Reis reinlegen. Ja, das kenne ich auch. Ja. Ja, so dass es irgendwie die Feuchtigkeit rauszieht. Angeblich. Soll funktionieren? Weiß ich nicht so genau. Ja, also das ist auf jeden Fall, das sind die Fakten des Tages. Die Fakten des Tages vom 16. Dezember, Paul van Dijk, Boston Tea Party und Handy im Klo. Ja. Wenn ihr mehr haben wollt, müsst ihr morgen wieder einschalten bei Shoki Banoki Daily, deiner Tagesdosis Angeberwissen. Ich sage aus dem tiefsten Studio. Herzen. Aus dem Studio und aus dem tiefsten Herzen. Cheerio, Miss Sophie. Macht's gut. Jetzt weiß ich, warum es heißt im Internet surfen. Denk mal drüber nach.